anders hingesetzt und ich hoffe, es gefällt euch auch mal, dass ich woanders sitze. Sonst setze ich mich natürlich gerne wieder an meinen Schminktisch. Aber egal. So, wir fangen an und zwar als allererstes nehme ich natürlich wieder eine Feuchtigkeitspflege und zwar dann nehme ich wieder mein Benefit Moisturizer und oh shit, ich habe nicht ein Pflaster da, verdammt. Ich bin nämlich heute ziemlich früh aufgestanden. Ich habe nämlich mega viel Kuchen gebacken, weil ich heute quasi Einstand am Stall habe. Also ich feiere halt, dass ich jetzt da gut angekommen bin und meine Kleine. Und ich habe mich heute so geschnitten an einem Messer, das ist wirklich nicht mehr normal. Und was auch total scheiße ist, ich habe hier gestern so einen riesen Pickel bekommen. Ich habe ja selten Pickel, ja, dann bin ich echt, ich klopfe jetzt mal auf Holz. Da bin ich super davon verschont gewesen, ja, aber hier kommen auch schon welche raus und ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Einfach der Stress momentan wahrscheinlich und ja. Auf jeden Fall habe ich heute, ja, Kuchen gebacken. Jetzt ist es 20 vor 11, ich mache mich jetzt so langsam fertig. Übrigens, mein Pferdchen hat jetzt halt eine, einen Instagram-Account, so schaut das aus. Und zwar nennt sich der Fjordi Faunita, weil sie heißt Faunita, sie ist mein eigenes Pferd. Und sie ist 6 Jahre alt, ihre Mähne bleibt lang, ganz viele fragen, ob ich die kurz schneide, aber ich bin halt ein totaler Fan von langer Mähne. Und deshalb wird die auf gar keinen Fall kurz geschnitten, wirklich, auf gar keinen Fall. Ich finde, es ist so selten, dass man Fjord sieht mit langer Mähne, sonst werden die mal Raspe kurz geschnitten und das mag ich halt überhaupt nicht. Was heißt, ich mag es überhaupt nicht, ich finde es halt einfach schöner, wenn die Mähne länger ist. So, aber das ist halt Geschmackssache, jedem das seine. Ich wollte euch auch noch diese Teile zeigen. Ich weiß nicht, falls ihr mir auf Snapchat folgt, wisst ihr, dass ich das zugeschickt bekommen habe von der lieben Friederike. Vielen Dank dafür. In dem Päckchen war noch so ein Lippenpflegestift, den finde ich auch klasse. Der glänzt vor allem mega. Ich kann ihn euch jetzt nicht zeigen, weil er unten in meiner Handtasche ist. Ich habe einen Lippenstift aufgetragen und dann habe ich den drüber gegeben und der ist mit Kakaobutter und dann schmilzt der so und es schaut einfach der Glanz, als hättet ihr einen Lipgloss drauf und es ist einfach Pflege für eure Lippen und es schaut einfach super aus. Und diese Abschminktücher sind klasse, da ist weißer Tee drin, also so weißer Tee-Extrakt oder doch Extrakt. Und ich habe gestern das erste Mal mich abgeschminkt damit und die sind echt, echt klasse. Ihr wisst ja, ich habe momentan so Probleme mit diesen Bébé Yankaire Abschminktücher gehabt. Dann habe ich mir diese Balea ab mit Zellenreinigungstücher gekauft. Die sind sowas von schlecht, wirklich, die sind so schlecht, ich komme damit gar nicht klar. Und deshalb, vielleicht ist es eine gute Alternative, dass Burt's Bees, die Abschminktücher. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr Burt's Bees überhaupt kennt. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, ich habe die immer... Was ich wusste erst, dass die Lippenpflege machen, aber ich habe jetzt nicht gewusst, dass die zum Beispiel auch Abschminktücher machen. Und die haben zum Beispiel auch tolle Handcremes, was ich auch nicht wusste. Da wollte die Friederike mir auch noch eine zuschicken, glaube ich. Für das Päckchen warte ich noch. Wenn das da ist, packe ich das mit euch aus. Und ja, also ich bin gespannt. Ihr könnt mir schreiben, ob ihr das kennt. Ich verwende jetzt das Aftershave von Nivea. Ich teste das ja momentan, weil es ja angeblich so eine gute Base sein soll. Beziehungsweise es soll halt einfach gut haften. Was ich jetzt hat, schaut mal, wie es ausschaut, lustig eigentlich, ne? Auf jeden Fall, es klebt ziemlich. Das ist, finde ich, dass es wahnsinnig klebt. Und vielleicht haftet es deshalb dann besser, die Foundation, keine Ahnung. Wie gesagt, ich teste das erstmal. Sonst verwende ich natürlich immer den Professional von Benefit. Aber zurzeit eben nehme ich das her. Und dann geht es weiter mit Foundation und mit meinem Beauty Blender. Hier nehme ich jetzt halt mal wieder die Perfect Match von L'Oreal. Und trage die erstmal so auf mit den Fingern. Also verteile das so ein bisschen. Jetzt sehe ich gerade, dass der Akku gleich leer geht. Ich hoffe, er hält noch. Und dann, wenn ich das so ein bisschen verteilt habe, nehme ich dann den Beauty Blender und verblende das Ganze. Ich habe einen Karottenkuchen gemacht. Wer auf Snapchat mir folgt, hat das gesehen. Und auf Snapchat habe ich euch so ein bisschen mitgenommen, was ich alles so für Kuchen gemacht habe. Freut mich auch, dass euch das New York Style & Talk Video so gut gefallen hat. Also direkt aus New York. Ich finde es immer cool, wenn ich sowas aus einer anderen Stadt auch drehen kann. Nicht immer hier in Deutschland, in Bayern. Ach ja, was auch ganz viele es ganz schlimm finden, mein Jetzert. Also ich sage das im Unterbewusstsein, ich mache das nicht, um euch zu ärgern. Das ist einfach, ich probiere auch immer Hochdeutsch mit zu euch zu reden, ne? Aber manchmal ist das eben so, dass dann zum Beispiel, ich sage halt oft Jetzert, jetzt mach mal das, ja? Und das ist einfach Dialekt und
Ich kann das halt nicht immer komplett abschalten. Viele verstehen das auch. Viele schreiben dann auch immer drunter, boah, das ist Dialekt. Die kommt halt aus Bayern. Ja, die, also ich. Ich komme aus Bayern und da spricht man das halt so aus. Aber wenn es euch ja so stört, dann probiere ich das irgendwie abzuschalten. Oder wenn mir das halt beim Schneiden auffällt, dass ich das rausschneide. Aber ob das immer so leicht und so funktioniert, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Und was auch immer ganz lustig ist, wenn ich Musik reinmache, natürlich hat nicht jeder den gleichen Musikgeschmack. Und da wollte ich auch noch sagen, eigentlich kann man es nie, also man kann es nie allen recht machen, weil ich habe letztes Mal bei meinem, eben bei meinem, sagt schon, bei meinem New York Videos, deinem Talk-Video, habe ich Musik drunter gelegt. Und dann hat einer drunter geschrieben, irgendwie, boah, die Musik ist schrecklich oder irgendwie sowas. Oder dann bin ich voll abgelenkt, wenn ich die Musik höre oder so, so war das. Und wenn ich dann keine Musik drunter lege, heißt es, boah, es ist so langweilig, mach doch mal eine Musik drunter. Also ich glaube, ich kann das nie jedem recht machen. Ich probiere das jetzt halt immer abwechselnd zu machen. Also ich glaube, dieses Style and Talk Video bekommt jetzt halt keine Musik drunter gesetzt. Dann kann ich das zumindest immer abwechselnd machen. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr mir immer dann sowas sagt. Aber ich glaube, allen, wie gesagt, kann ich das niemals komplett recht machen. Und es tut mir dann leid für diejenigen, ja, bei denen ich es dann nicht recht machen kann. Aber es ist ja immer so auf der Welt. Es gibt auch nie irgendwie die richtigen Entscheidungen. Für die einen sind die Entscheidungen okay, für die anderen eben nicht. So. Meine Augenbrauen. Ich gehe am Mittwoch mit der Anna zur lieben Nur dann. Da lässt sie ihre Augenbrauen machen. Ich habe sie ja vor New York machen lassen. Und ich bin einfach zufrieden, wenn ich dort war. Es ist einfach gigantisch. Ich liebe das. Beziehungsweise für ein paar Monate, beziehungsweise 2 Monate ungefähr. Und dann könnte ich eigentlich schon wieder hingehen. Aber da ich nicht so oft jetzt in München mehr bin, wird das immer nie so regelmäßig. So, apropos trockene Lippen. Ich habe trockene Lippen. Mega trockene Lippen. Jetzt nehme ich meinen Hoola Bronzer. Den habe ich auch schon länger nicht mehr verwendet. Man sieht das Metallpfännchen. Und mit dem konturiere ich. Und man sieht meinen blöden Pickel. Seht ihr den? Oh. Richtig nervig. Ich meine, klar, ich brauche nicht meckern, weil ich eben fast nie welche habe, aber wenn ich dann einen habe, denke ich mir, warum? So. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Farbe im Gesicht. Dann verwende ich einen Blush und zwar ist das Desert Rose. Und dann nehme ich jetzt einfach so einen Blushpinsel. Was ich verwechselt habe, meine Michael Kors Tasche. Heißt nicht Desert Rose, so wie der Blush, ich habe das total verwechselt, sondern Dusty Rose. Meine Umhängetasche, die ich in New York dabei hatte. Aber diese Farbe gibt es jetzt nicht mehr, aber es gibt ganz tolle andere Farben. Ich verlinke euch unten nochmal in die Infobox die Tasche, welche ich meine. Gibt nämlich bei Zalando auch eine mega geile Farbe, da bin ich mir schon am Überlegen, ob ich mir die auch kaufen soll. Ich setze jetzt halt noch ein bisschen meinen Concealer mit so einem losen Puder. Reiße ich wieder meinen Mund so auf. Kennt ihr sicherlich auch. So, ich habe irgendwas für die Lippen. Ich habe jetzt aber gerade gar nichts da. Sonst muss ich wieder da hinten hingreifen, aber das ist zu weit weg. Jetzt verwende ich so einen Kohl-Eyeliner, beziehungsweise Kohl-Pencil. So lange habe ich schon mal keinen verwendet. Kennt ihr überhaupt noch solche, wie sagt man, ja, Kohlstifte? Ich habe die immer früher ganz oft verwendet. Jetzt hatte ich eine Zeit, da habe ich sie nie verwendet. Und den nehme ich aber auch nur dafür her, dass meine Wimpern einfach ein bisschen dichter ausschauen. Und da setze ich den ganz nah am Wimpernkranz, gehe ich da entlang. Und zieh den aber auch bis ganz vor. Und dann zeige ich euch gleich, was ich mache.
Aber das ist auch voll schönes Wetter, also bei uns scheint die Sonne. Und dann ist Wochenende. Ich muss nicht arbeiten. Einfach mit so einem Pinsel bin ich einfach hier dran und habe das einfach verblendet, weil mir das einfach so momentan richtig gut gefällt. Und meine Kamera ist leider ausgegangen, deshalb musste ich gerade das halt schon mal vorbereiten. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Und dann heißt es einfach nur noch Wimpern tuschen und dann sind wir fertig. Ich nehme da wieder meine Dairy Mascara. So. Ihr wisst gar nicht, ich liebe momentan die Live-Versionen von Justin Bieber. Ist euch vielleicht bei meinem New York Live-Style and Talk-Video aufgefallen? Huh? Da kam ich Justin Bieber als Hintergrund. Auf jeden Fall schaut das Ganze jetzt so aus. Ich hoffe natürlich, es gefällt euch. Ist relativ frisch, wenig, aber wisst ihr, was noch fehlt? Irgendwie, Leute, habe ich es noch nicht ganz so drauf mit dem Stativ. Ich hoffe, das kriege ich noch irgendwie drauf. Weil jetzt steht er nämlich schief, ne? Auf jeden Fall kommt natürlich jetzt noch der Mary Lou Manhizer zum Einsatz. Ist doch klar. Und da suche ich gerade den Pinsel hier. Und den trage ich dann hier so auf. Ich weiß, viele von euch finden das immer übertrieben, aber bei mir ist es halt, das versüßt mir meinen Tag, der Highlighter. Muss ich ehrlich sagen. Immer wenn ich das dann sehe, denke ich mir, boah, voll geil. Ja, das ist das. Ich gehe mal hier ein bisschen mehr ins Licht, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen mehr. Und das ist mein fertiger Look. Ich hoffe natürlich, er gefällt euch. Und ich werde natürlich jetzt noch ein bisschen weiter backen. Und dann geht's zum Stall. Ich werde vielleicht noch eine kleine Runde spazieren gehen. Und dann gibt's lecker Kuchen essen. Jetzt muss ich aber erst noch meinen Rüblikuchen fertig machen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Mua. Tschüss!